erinnert euch sicher daran, dass wir vor nicht allzu langer Zeit Daycare Story of Roblox gespielt haben und traurig im Feuer verendet sind, weil alle unsere Mitspieler von einem Monster gegessen wurden. Falls nein, ist hier natürlich das Video verlinkt, dann könnt ihr euch das zuerst angucken, denn wir spielen heute Daycare Story 2, okay? Wir sind zurück! Sieht so viel besser aus als letztes Mal! Okay, wir haben diesmal kein gruseliges Gebäude, sondern alles ist schön, alles ist bunt, alles ist hell, wir sind tagsüber da. Und wir sind auch richtig viele, das heißt, selbst wenn irgendwas passiert, haben wir die Überzahl und uns kann nichts geschehen, okay? Nichts kann das ruinieren. Mein Name ist Sarah und ich freue mich sehr, Sie alle in der neuen Kindertagesstätte begrüßen zu dürfen. Sehr cute, alles ist bunt, alles ist schön, alles hat... Was ist das? Okay, wir haben hier Wasser. Wahrscheinlich wichtig für uns. Okay, wir haben eine neue Rutsche. Mit einem neuen Bällebad. Und es ist so viel schöner als davor. Hallo, kleiner Pirat. Oh mein Gott, ich kann das Schwert nehmen. Sick. Wer möchte Fußball spielen? Yes. Oh mein Gott, wir haben auch so viel draußen. Wir haben einen Sandkasten. Oh, seid ihr bereit? Ich bin sowas von bereit, okay? Team Blau, ihr könnt euch auf was gefasst machen. Und let's go. Okay, okay. Schnell sein, schnell sein, schnell sein. Lohnt sich. Und erster Tritt in die... Oh mein Gott, was für ein... Was für ein Getümmel. Nein, falsche Richtung. August, falsche Richtung. Das ist nicht unser... Das ist nicht das Tor, zu dem du möchtest. Du möchtest in die andere Richtung. Genau. Perfekt. Yes. Es ist so eine Art Getümmel um den Ball. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen anders funktionieren könnte. Okay, es war's. Wir sind die schlechtesten Fußballspieler der Welt. Sieht aus, als wäre es ein Unentschieden. Ah, perfekt. Das ist genau, was mein leeres Bäuchlein brauchte. Die haben hier ein Bild von der Cafeteria. Was ist das für ein Geräusch? Oh nein. Oh nein, ich war in der letzten Kindertagesstätte. Leute, ich weiß genau, was es ist. Es kommt aus dem Fernsehen. Mal sehen, was passiert. Gehen Sie zum Fernseher in der Lounge. Ich bin da. Ich bin in der Lounge. Ich bin bereit, den Fernseher zu beobachten. Breaking News. Gestern wurde eine Tagespflege von einem großen Monster angegriffen. I know, ich war da. Berichte besagen, dass die Kinder es geschafft haben, zu entkommen. Aber das Monster ist immer noch auf der Strecke. Erstmal, wer hat die Berichte gemacht, dass wir entkommen? Zweitens, das Monster ist immer noch da? Achtung, das Monster wird von seinen loyalen Minions befolgt. Halten Sie alle Türen und Fenster geschlossen, um sicher zu sein. Der Strom ist aus. Oh nein, oh nein. Oh, oh, okay. Es ist das Monster! Wir werden alle sterben! Okay, mir gefällt der Optimismus, den ihr alle habt, aber ihr vergesst wahrscheinlich, dass wir Holzschwerter besitzen jetzt. Beruhigt euch erstmal. Ich werde den Strom wieder einschalten und alles wird gut. Sarah, hast du denn nicht den Fernseher gesehen? Hat hier denn niemand den Fernseher gesehen? Warum sind die ganzen Kinder... Oh mein Gott! Ja! Was auch immer Mila da gemacht hat, wie die da hingekommen ist. Aber ich denke, das ist der Trick. Ich bin hier sicher. Mir kann hier nichts passieren. Oh, da ist es. Vor unserer Tür. Oh mein Gott, nein, das Monster! Okay, pass auf, folgendes. Die andere ist jetzt gerade einfach von was verfolgt worden. Der ist auf der Lampe gespawnt. Aber solange das Monster mich nicht verfolgt, sondern nur die andere und da unten steht, bin ich hier in Sicherheit. Mir kann nichts geschehen. Tja, das Monster ist jetzt... Oh, das Monster hat mich runtergeschubst. Nein, Monster, lass mich in Frieden! Nein, nein, geh weg! Warum ist das Monster immer hinter mir her? Okay, ich dachte, da ist man sicher. Jetzt kommt das kleine Minion hinterher. Nein, lass mich. Nein, es macht mir so viel Leben weg. Lass mich in Frieden. Bitte, lass mich in Frieden. Oh ja, okay, okay. Es hat mich in Ruhe gelassen. 82 Leben. Okay, okay. Der Strom ist wieder an. Der Strom ist wieder an. Na, bitte. Wir wurden angegriffen. Angegriffen? Hast du nicht gerade mit uns Fernsehen geguckt? Hast du nicht gerade gehört, da draußen laufen Monster rum? Das Monster ist bei hier. Das Monster aus den Nachrichten kam herein, hat versucht uns zu töten, okay? Es hat auch welche erwischt. Es sind nur noch wir zwei übrig. Nur noch das rothaarige Mädchen und ich. Haha! Ich bin mir sicher, dass die Nachrichten das nicht ernst meinen. Hör auf zu überreagieren. Du hast wohl keine Ahnung. Guck mal, wie grumpy die ist. Ich hasse Sarah. Es tut mir leid. Wir lügen nicht. Hör uns doch zu. Wo kommen denn die, wo sind die anderen Kinder hin? Sarah, huh? Du musst uns glauben. Wir sollen schlafen gehen. Ich gehe in mein Schlafzimmer, ja? Aber es gefällt mir nicht. Ich mach's unwillig. Okay? Es gefällt mir nicht. Ich find's doof, was du hier abziehst. Es ist fast, als ist dir egal, dass wir hier alle sterben werden. Und da ist es. Das Monster. Es ist in irgendeiner coolen
unterirdischen Kanalisation, wahrscheinlich direkt unter unserer Kindertagesstätte, okay? Sie lauert uns auf. Aber wir werden hier nicht ernst genommen. Guten Morgen allerseits. Guten Morgen, Sarah. Es ist Zeit zum Frühstück. Ach, was haben wir heute? Ich rieche Pfannkuchen. Sobald ihr eure Pfannkuchen fertig habt, könnt ihr spielen gehen. Sarah, ich hätte gerne Pfannkuchen. Ah, da sind sie. Okay. Ich setze mich hin auf den grünen Stuhl und esse Pfannkuchen. Sick. Ich krieg Leben. Ich krieg Leben. Werde ich hier wieder full life? Wahrscheinlich nicht, aber immerhin ein bisschen was. Leute, wir müssen über das Monster sprechen, das uns früher angegriffen hat. Okay, sehr gut. Ich ergreife hier die Initiative, okay? Ich lasse mich hier nicht weiter terrorisieren. Wo könnte das Monster hingegangen sein? Dankeschön! Jemand mit logischem Denkvermögen. Ich weiß nicht, wo das Monster hin ist, aber ich bin mir sicher, es kommt wieder, okay? Wir werden hier sterben. Alles klar. Weißt du was, rothaariges Mädchen? Ich glaube, du hast nicht unrecht. Sprecht ihr Kinder immer noch über dieses dumme Monster? Sarah, du warst nicht da, okay? You don't know what it's like. Oh, guck mal, die Lichter flackern wieder. Könnte das heißen, das Monster kommt? Es kann nicht sein. Sarah, bleib doch hier. Warte mit uns. Guck mal, da draußen, da kommt's. Da, aus dem Boden. Es schlüpft. Komm, es kommt aus dem Boden rausgekrochen. Guck doch. Oh mein Gott, sie sind echt? Oh mein Gott, Sarah glaubt uns. Sarah glaubt, Sarah denkt nicht mehr, dass wir lügen, weil Sarah die Monster ebenfalls sieht. Ich höre Fußschritte. Scheinbar heißt der Fußschritte, heißt das größere Monster ist da. Das ist das Monster. Können wir hoch? Kommen wir hier in den zweiten Stock? Sind wir hier, ist der funktionierend, der Fahrstuhl? Nein. Kann ich hier, ich kann es drehen. Das Ding ist, ich bin jetzt eingesperrt im Aufzug. Schnell. Schnell was? Laufe zum Fahrstuhl, um dich oben zu verstecken. Achso, perfekt. Dann sind wir schon drin. Kann das Monster nicht einfach über die große Treppe auch hochkommen? Sind wir wirklich so sicher im Fahrstuhl? Ist das Fahrstuhl-Play wirklich... da ist es. Das ist das Monster. Ich meine, es ist wirklich auch... Es brennt, okay? Das hat richtig gruselige Hörner. Sarah, mach doch mal den Fahrstuhl zu jetzt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das Monster brennt unsere Kita nieder. Aber das würde es doch nicht machen, oder? Das würde das Monster nicht machen. Das wäre richtig unfair. Also es würde jetzt ja die Kita nicht wieder brennen. Oh, das Monster macht den Fahrstuhl kaputt. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Monster? Nicht cool, Monster. Ja, okay. Das Ding ist, wir sind jetzt hier ein bisschen gefangen. Okay, wir sind hier im Fahrstuhl. Das Monster hat ihn gerade kaputt gemacht. Wir stürzen in so einer Art freiem Fall nach unten. Keiner weiß warum. Ach so. Ah ja, klar. Der unterirdische Gang mit den roten Lasern. Klar, also logisch, dass wir hier rauskommen. Ich hab mich schon gefragt, wann wir endlich bei dem Lasergang sind. Was ist das hier für eine Art? Warte, wo ist Sarah? Ja, wo ist Sarah? Ist Sarah weg? Ich habe sie schreien gehört. Ganz schlechte Neuigkeiten. Ich glaube, Sarah ist tot. Ist okay. Das Monster muss sie genommen haben. Kein Problem, kein Problem. Wir sind ja hier unten im Lasergang. Das heißt, wir gehen einfach zum Ende vom Lasergang. Und dann kann uns nichts mehr passieren. Am Ende des Lasergangs sind wir sicher, okay? Nichts kann noch geschehen. Oh mein Gott, ich falle runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Okay, willkommen im Minenschacht. Wir müssen hier raus. Du hast nicht ganz unrecht. Wir sollten wahrscheinlich einfach am Ende vom Gang gucken, wo es rausgeht. Immerhin sind wir nicht mehr in der Kita eingesperrt. Perfekt, da ist ein Minecart. Mit dem können wir hier raus. Sieht sehr promising aus, das Ganze. Schnell, beeil dich. Bitte rein. Lass mich rein. Ich möchte rein. Wir sind in den Minenwagen. Wir fahren den Minenschacht entlang. Ist eigentlich ganz funny. Wenn wir nicht gerade vor einem riesigen Monster-Invasionsding fliehen würden, mit einem großen Monster und seinen kleinen Minions, dann wäre es eigentlich voll schön. Hier sind auch so Kristalle an der Decke. Es macht Spaß. Es ist quasi wie eine Achterbahn. Hey, damn. Ist auch richtig schnell. Ja, voll sick. Okay, weiter geht's. Und das war's. Einmal aussteigen. Und da hinten geht's wahrscheinlich weiter. Hier, oh, damn, ist das groß hier unten. What? Wir sollten kurz davor sein, hier rauszukommen. Lass uns noch diesen Tunnel hochgehen. Ich sehe da was am Ende. Ich sehe da auch was, da bewegt sich irgendwas. Oh, oh. Ach, wer liebt denn keine schwebenden Steintreppen mit flüssiger Lava? Sieht aus, als wäre dies unser einziger Ausweg. Alles klar, der Ausgang ist dort oben. Wir müssen hier nur durch die Lava. Kein Ding, ich liebe Lava. Wir müssen schnell hier raus, sonst bricht die ganze Mine zusammen. Raus die Minenschacht, okay. Nicht in die Lava kommen. Einfach die Steine hoch, hier souverän hochspringen. Hier kann uns überhaupt nichts passieren. Die Lava ist gar nicht so heiß, wie sie aussieht. Das ist wahrscheinlich nur eine optische Täuschung. Hier, die Steine bewegen sich.
Und dann über das dünne Brett hier hoch. Gar kein Problem. Weiter geht's. Und da ist der Ausgang. Yes! Sind wir frei? Kommen wir hier aus dem Wald raus? Puh, wo bin ich? Ich bin im Wald, hinter einem Minenschacht. In einem gruseligen Wald. Ach ja, mein anderes Mädchen ist weg. Es ist weg. Warum ist es weg? Warum bin ich jetzt alleine in einem gruseligen Wald irgendwo im Nirgendwo? Wie komme ich denn hier raus? Ich sollte diesem Weg folgen. Er konnte mich hier rausbringen. Auf jeden Fall eine bessere Idee, als sich in den Bäumen zu verstecken. Es ist unsere einzige Wahl hier. Wir sind alleine mal wieder in einem Wald. Was ist das? Ist das eine Bärenfalle? Oh mein Gott. Okay, da soll ich vielleicht nicht reintappen. Oh nein. Blitzt es? Donnert es? Ich muss irgendwo Schutz finden. Oh mein Gott, das sind Zelte. Sick. Okay. Dann, jupp. Ich habe einen Campingplatz gefunden. Mittlerweile rede ich einfach mit mir selber. Hier ist niemand mehr. Ich bin hier allein. Ich rufe mir jetzt selber glücklich zu, dass ich einen Campingplatz gefunden habe und verstecke mich jetzt im Zelt. Hoffe, dass das Monster nicht kommt. Ich glaube nicht, dass der Regen bald aufhören wird. Vielleicht ein kleines Nickerchen. Vielleicht ist hier der Zeitpunkt für ein kleines Nickerchen. Ich denke, ich sollte in diesem Zelt warten. Auf jeden Fall, bis der Regen aufhört. Endlich hat der Regen aufgehört. Yes! Okay, Freedom! Aber hier draußen friert es. Okay, ich muss das Lagerfeuer wieder anmachen wahrscheinlich. Oh, da drüben auf dem Baumstumpf sind einige Äxte. Ah ja. Cool. Cool. Da sind Äxte. Ich kann sie verwenden, um Protokolle zu sammeln. Ah ja. Um dieses Lagerfeuer wieder anzuzünden. Ich denke, was sie meinen, ist, dass ich hier Holzstöcke machen soll, right? Damit ich hier Bäume fälle. Kein Problem. Ich bin Überlebenskünstler, okay? Klar, ich bin ein Kind in der Wildnis. Und natürlich ist es nicht ideal. Aber die Dinge sind, wie die Dinge sind, ja? Manchmal ist es hart. Manchmal muss man da alleine in irgendeinem Lagerfeuer warten, Bäume fällen, 5 Stück wohlgemerkt, und dann alleine ein Lagerfeuer machen, um wahrscheinlich am Ende trotzdem vom... Es ist okay. Es ist okay. Ich gräme mich nicht. So, 2. Und da ist mein letzter. Achtung, nicht mit der Bärenfalle. Da ist er schon. So. Jetzt muss ich nur noch Feuer machen und dann ist es quasi schon, ne? Das Lagerfeuer ist beendet. Perfekt. Ach, wie schön. Endlich etwas Wärme. Setz dich ans Lagerfeuer, um zu heilen. Ich heile? Sick. Oh, ach so. Ja klar, das Lagerfeuer ist explodiert und dann bin ich gestorben. Aber gut, auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Falls euch das auch passiert ist, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr nämlich kein neues Video. Und wir sind fast bei 200.000, also wäre es cool. Alright, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss!